Hallo da hinten. Hör mir auf. Meine Füße sind eingeschlafen. Du bist auch mit drauf, Marinko, gell? Oh. So, Mausi, wir sind da. Oh, die Sonne. Schaut mal, wo wir sind. Oh ja. Das gibt's auch. Was geht ab, Team Harris? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute, wir machen heute ein bisschen Sightseeing, wollen ein bisschen Kultur auch anschauen und sind jetzt gerade nach Abu Dhabi gefahren. Und unsere zwei Freunde sind auch mit dabei. Ach, hier sind sie. Hallo! Ja, wir sind also nicht ganz alleine. Das ist, irgendwie sind gerade eh alle in Dubai, finde ich. Aber das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen auf Instagram, ja. Genau, und wir gucken uns heute die wunderschöne Moschee an. Und wenn die von innen genauso schön ist wie von außen, dann wird das jetzt ein toller, toller Tag. Ja, wir haben natürlich die Kamera mit dabei, werden euch ein bisschen was zeigen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Anschauen. So, wir sind jetzt gerade schon am Eingang. Hier hinten gehen die Männer rein und hier gehen die Frauen rein. Da gibt es nämlich getrennte Eingänge und so wie ich mitbekommen habe, werden wir hier jetzt auch angekleidet. Wir sind jetzt drinnen. Da drinnen durften wir jetzt gar nicht filmen. Ich habe nämlich gerade versucht zu filmen und dann habe ich voll Ärger bekommen. Dann habe ich voll Ärger bekommen, dass ich das gleich wieder löschen muss und sowas. Das wusste ich natürlich nicht. Aber jetzt sind wir angezogen. Also die Frauen müssen sich was drüber ziehen. Also jede Frau, die hier drin ist, muss sich was über den Kopf ziehen und über den Körper ziehen, damit die Schultern zu sind, das Dekolleté zu ist und man einfach keine Haut zeigt. Domi ebenfalls. Alle Männer, die... Ganz kurz, man muss ja dazu sagen, ich habe eine kurze Hose an und mein Kumpel auch. Mein Kumpel hat jetzt nur eine lange Hose bekommen. Ich habe dieses ganze Gewand bekommen. Genau, der hat so eine schwarze Hose jetzt anbekommen. Genau, und Domi... Aber ich würde mir auch gern ein traditionelles wirklich drinnen kaufen. Ich will aber auch diesen haben. Also wie gesagt, Domi musste das anziehen, weil er so viel Tattoos hat und das ist hier auch nicht erlaubt. Wir werden jetzt hier erstmal uns alles anschauen und Domi will sich dann auch das, wie er auch gerade schon gesagt hat, das traditionelle Gewand kaufen. Weil ich finde das voll schön mit ja. Genau. Denn schon, denn schon. So, wir schauen uns jetzt hier mal um. Ne? Die Männer kleiden sich hier jetzt noch ein. Schauen wir uns alle unterschiedlich aus. Ha, sehen die unterschiedlich aus, oder was? Nee, ich glaube, das ist nur, weil das eine zu ist und das andere offen ist. Ach so. Aber das, was du in der Hand hast, Schatz, das ist auch schmaler geschnittene, glaube ich. Ja, weil du brauchst irgendwas Längeres. Besser? Ja, viel besser, Schatz. Ich habe das jetzt gekauft und habe jetzt auch ein Gewand in meiner Größe gekauft. Ja, das habe ich dir schon gezeigt. Zeig mal jetzt, was du hier... Und hier ist jetzt die Anleitung, wie das funktioniert, glaube ich. Also A, B, C, D. Okay. Warte. So. Halt mal Maus. Sie erzählt hier. Ich glaube, das braucht man nur, wenn man lange Haare hat, oder? Nee, ich glaube, das muss man immer, oder? Ja, ich weiß es nicht. Okay. Voll schick. Jetzt Dreieck. So. Boah, das sieht voll cool aus. So. Wenn ich mich nicht täusche. Seid mir nicht nee, böse, das kommt, wenn ich das nicht richtig das mache. Kommt vorne hier auch noch ein bisschen hin, der Stoff. Also weiter vorziehen, ja genau so. So, und jetzt? Kommt es oben drauf. Ja, aber da ist ja noch der Stoff. Ich habe gerade professionelle Hilfe bekommen und passt, oder? Sieht voll gut aus, Schatz. Ja. Richtig cool. Wir sind ready. Sehr cool. Geschert. Ja, jetzt besichtigen wir mal hier. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Aber es ist so viel los, so viel Tourismus. Das ist echt, hätte ich nicht gedacht, dass so viel los ist. Es ist einfach so enorm groß. Aber egal, ich rede viel zu viel. Wir zeigen euch das drinnen gleich.
so riesig und so hell und krass. Echt? Das ist so ein Ort, den muss man mal gesehen haben. Auf jeden Fall. Schau mal bitte, wie schön ist das. Schau mal hier die Wand an und so. Alles einfach. Turnhaus. Wow. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen spazieren und schauen uns die ganze Moschee von außen an, oder Maus? Ja? Kleine Zuckerschnecke. Es ist so schön hier. Hallo! Die Lü, die guckt einfach die ganze Zeit in die Kamera. Seht ihr das? Oh, okay. Ich ziehe das nicht mehr aus. Ich muss sagen, überwältigend. Es ist so wunderschön gewesen. Ich habe jetzt mein Gewand schon wieder abgegeben. Ich durfte meins nicht behalten. Er hat es ja gekauft. Ja. Ja, Mia ist mittlerweile eingeschlafen. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch die Stadt von Abu Dhabi ein bisschen anschauen, bevor wir zurück ins Hotel fahren. Sollen wir machen? Ja. Schon, gell? Kurze Abstecher. Lass mal noch ein bisschen was sehen. So, die Sonne ist schon untergegangen. Ich finde, die Kamera sieht heller aus, wie es eigentlich gerade ist, gell? Und es sieht so schön aus, wenn hier alles beleuchtet ist. Es hat sich echt gelohnt, hierher zu fahren. Entschieden zurück nach Dubai zu fahren, weil es doch schon sehr, sehr spät war. Wir sind eine Stunde 15 ungefähr hingefahren und auch zurück. Und jetzt werden wir hier in Dubai noch schön essen gehen. Ja, unsere Freunde haben gesagt, es gibt hier einen leckeren Hotspot und den wollen wir natürlich jetzt testen. Und wie heißt das? Buddha Bar oder so, gell? Buddha Bar, ich hab's schon verstanden. Warum? Weil ich hier Ballons. Da kann ich aber nichts für. Hallo! Oh, du bist gemein. So, und wo müssen wir jetzt hin? Okay, das sieht schon mal sehr, sehr geil aus. Warum bauen die sowas auch nicht in Deutschland? Ich finde das so faszinierend, wie geil das hier einfach ist. Oh, ich habe mich in Dubai verliebt. Das Restaurant hat Style. Jetzt wisst ihr auch schon, was es wahrscheinlich ist, ne? Wir essen Chinesisch heute. Wir sind jetzt im Wartebereich und irgendwie fühle ich mich ein bisschen unwohl, weil ich einen Mickey Mouse Pulli anhabe in so einem schicken und edlen Restaurant. Aber so ist es halt. Schau mal. Ein Teil unserer Vorspeise ist schon gekommen. Wer kennt diese? Wie heißen die? Edamame. Edamame. Hey, die sind so geil. So, so geil. Unsere Hauptspeise ist auch da. Oh mein Gott. Guten Appetit. Back at the Hotel. Es war ein wunderschöner Tag, ein schönes Dinner und ja, war einfach war toll. Echt ein mega schöner sofort Tag, gar keine Frage. Also ich finde es so voll unverpflichtend, so was du jetzt anhattest und was ich jetzt anhatte. Wir haben einfach so den ganzen Tag genossen, wie wir einfach drauf waren. Ja, ich bin ja den ganzen restlichen Tag, wir waren ja dann noch essen, ich bin den ganzen restlichen Tag so rumgelaufen.
Weil es halt echt bequem ist. Und ich bin den ganzen Tag so rumgelaufen. Wir gehen jetzt aber auch direkt hoch ins Bett. Mia ist schon am Einschlafen. Und ich will auch einschlafen. Ich auch. Wir grüßen jetzt noch ganz schnell jemanden. Ja, das ist. Domi hat schon jemand rausgesucht. Gebe ich euch gleich Bescheid. Die Grüße gehen raus an Fehida MVC. Die hat einen wunderschönen Kommentar dagelassen. Deswegen gibt es ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn auch du gegrüßt werden möchtest, ganz einfach Kanal abonnieren, Hashtag Team Harrison kommentieren und ja, das war's schon. Und dann hoffen wir sehr, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Tschüss. Richtiges Timing, Schatz, ey. Erfolg, gell? Ab geht's ins Bett. Danke sehr.